Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokorti. Heute spielen wir das Higher Lower Game und dazu gibt es auch eine kleine Challenge. Aber zunächst einmal zeige ich euch, worum es in dem Higher Lower Game geht. Bei dem Higher Lower Game gibt es zwei Suchbegriffe zur Auswahl und dazu, wie häufig der Begriff gegoogelt wird. Je nachdem muss man den einen Begriff mit dem anderen vergleichen und entscheiden, ob dieser mehr oder weniger häufig gegoogelt wird. Ich zeige das Ganze mal an diesem Beispiel. Jetzt haben wir die beiden Begriffe Lungenkrebs und FIFA 16. Lungenkrebs wird monatlich im Durchschnitt 201.000 Mal gegoogelt. Und jetzt müssen wir entscheiden, wird FIFA 16 mehr oder weniger gegoogelt? Ich würde sagen, FIFA 16 wird mehr gegoogelt als Lungenkrebs. Ja, und zwar 7,4 Millionen Mal. Jetzt rutscht FIFA 16 einen Platz weiter und jetzt müssen wir FIFA 16 vergleichen mit Demokratie. Und da würde ich entscheiden, Demokratie wird weniger gegoogelt. Genau, 450.000 Mal. Ist, glaube ich, alles ziemlich selbsterklärend, wie das hier funktioniert. Jetzt sagen wir mal, JFK wird weniger häufig gegoogelt. Was? Toll. Eigentlich wollte ich jetzt hier aufhören, aber okay. WWE. Okay, WWE wird natürlich häufiger gegoogelt. Also, jetzt mir zu zeigen. Genau. Jetzt hat man verloren. 3 Punkte ist unser Highscore. Ja. Ist der Durchschnitt. Alles klar. Und jetzt kommen wir einfach mal zur Challenge. Bei der Challenge werden 5 Runden gespielt und wer dabei die höchste Punktzahl erreicht hat, hat dann auch gewonnen. Und am Ende werden dann die nächsten Kandidaten nominiert. Falls sie dann auch ein Video machen wollen. Wenn nicht, dann halt nicht. Alles klar. Dann fangen wir nochmal an. Jetzt hier die erste Runde für mich. Hier haben wir wieder JFK und auf der anderen Seite Manchester United. Okay. Manchester United ist Fußballverein, würde ich sagen, wird häufiger gegoogelt. Alles klar, 11 Millionen Mal. So, Manchester gegen Tennis. Tennis. Wird das häufiger gegoogelt als Manchester? Ich glaube nicht, weil 11 Millionen Mal ist schon ziemlich viel. Okay, 1,5 Millionen Mal. Nice. 2 Punkte schon. Jetzt The Rock. Okay, The Rock. Was macht der alles? Der ist Wrestler, der ist aber auch Schauspieler. Hat er auch seine eigene Musikplatte aufgenommen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Okay, The Rock hat auf jeden Fall weniger als Tennis. Okay, das war knapp. So, Moobs. Was ist denn Moobs? Okay. Moobs hat weniger als The Rock. Okay, 22.000 Mal. Alles klar. Jetzt Moobs gegen Chris Benoit. Okay. Chris wird auf jeden Fall... wird er häufiger... Ja, der wird häufiger gegoogelt. Okay, 201.000 Mal. So, jetzt Chris und Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement wird, glaube ich, weniger gegoogelt als Chris. Okay, 9.000 Mal nur. Nice, 6 Punkte schon. Jetzt Rapid Eye Movement gegen das Anfield Stadium. Ich glaube, das wird häufiger gegoogelt. Okay, 18.000 Mal. Jetzt Anfield gegen Nicki Minaj. Auf jeden Fall höher. 4 Millionen Mal, alles klar. Jetzt 4 Millionen gegen Proteinshake. Proteinshakes, ich glaube, das wird nicht so häufig gegoogelt, oder? Proteinshakes. Nee, weniger. Okay, 246.000 Mal. So, Diabetes und Proteinshakes, wow. Das ist schwierig. Diabetes wird, glaube ich, häufiger? Häufiger. Okay, 1,2 Millionen Mal. So, Diabetes und Kim Kardashian.
Kim Kardashian wird auf jeden Fall häufiger gegoogelt. Alles klar, 11 Millionen Mal. Nice. 11 Punkte schon. Wow. So, jetzt Kim Kardashian gegen Österreich. Austria. Austria wird weniger gegoogelt. 673.000 Mal. Okay. Jetzt Fechten gegen Österreich. So. Fechten. Wird Fechten viel gegoogelt? Ich glaube nicht. Nee. Weniger. Okay, nice. 165.000. Oh. Jetzt Friends. Friends. Ist damit die Serie Friends gemeint? Ich hoffe doch. Dann würde nämlich Friends häufiger gegoogelt werden als Fechten. Okay, nice. 2 Millionen Mal. So, jetzt Drogenabhängigkeit ist es, glaube ich, gegen Friends. Ich glaube, das wird weniger gegoogelt. Komm schon. Nice, 60.000. Okay, 15 Punkte schon, wow. Jetzt Drogenabhängigkeit gegen Samsung. Ich glaube, Samsung wird natürlich häufiger. 11,1 Millionen. Jetzt Kanada gegen Samsung. Kanada weniger, oder? Weniger. Ja, 1,8 nur. So, Kanada gegen Revenge Porn? Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Alles klar. Wird, glaube ich, häufiger oder weniger? Revenge Porn. Häufiger? Oh nein. 165.000, was ist das denn? Okay, wir haben 17 Punkte erreicht. Nice. Nicht schlecht. Und das für die erste Runde. Es folgen ja noch vier. So, mal gucken, ob wir hier vielleicht noch etwas mehr Punkte rausholen können. Aber 17 ist schon gar nicht schlecht, glaube ich zumindest. Ist in den oberen 10%. Dann versuchen wir es einfach nochmal. So, der Grand Canyon gegen Neptun. Neptun hat, glaube ich, weniger. Hat Neptun weniger Aufrufe als der Grand Canyon? Nee. Oh, okay. So, David Bowie gegen Neptun. Alles klar, David Bowie hat auf jeden Fall mehr. Wieder 11,1. Jetzt David Bowie gegen Oman. Oman hat weniger. Alles klar. Tetris. Tetris gegen Oman. Tetris hat mehr. 3,3. Alles klar. Jetzt gegen SeaWorld. Ja, ich glaube, SeaWorld hat weniger als Tetris. 368.000. Nice. Jetzt Moskau Mule. Was denn Moskau Mule? Sieht aus wie irgendwas zu trinken. Okay, trinken gegen SeaWorld. Hat mehr, oder? Oh, genauso viel. Alles klar. Nice. Jetzt Muhammad Ali gegen Moskau Mule. Da würde ich sagen, Muhammad Ali hat mehr. Und zwar genau 5 Millionen. Jetzt Muhammad Ali gegen Transgender. Transgender hat weniger. Genau. Payday Loans. Loans. Hat weniger. Ne, genauso viel. Aber der Punkt zählt. Nice. iPhone 6S gegen Payday Loans hat mehr. 7,4 Millionen. Ronaldinho gegen iPhone. Okay, Ronaldinho. Der ist ja nicht Ronaldo, oder? Da gibt es ja einen Unterschied, glaube ich. Also, ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Ronaldinho hat weniger. Hallo? Also, weniger. Nice. 1,2 Millionen hat er nur. Jetzt,
Intouchables. Ist das auch eine Serie? Wenn das eine Serie ist, dann hat das eigentlich normalerweise mehr. Oder die ist nicht so bekannt. Ich glaube, die ist nicht so bekannt. Deswegen versuchen wir mal mit Lower. Okay, 74.000. Wenn das überhaupt eine Serie ist. Gute Frage eigentlich. So, Plumber gegen die Intouchables. Tja. Ich glaube, Plumber, wenn man jetzt zu Hause ein Problem hat mit der Leitung, dann wird man den ja anrufen. Also würde ich sagen, häufiger. Nice. Ja, viel Glück heute. Die Begriffe sind eigentlich ziemlich einfach. Jetzt Boca Juniors ist. Wow, was das denn für ein Gesicht? Nice, okay. Boca Juniors hat weniger. Oh shit. So viel? Okay, wusste ich gar nicht. Alles klar, 13. 13 ist mein Score. Alles klar. Dann jetzt Runde 3. So, Sons of Anarchy. Oder Anarchie. Gegen Disney. Ja, Disney hat mehr. 2,7. Alles klar. Jetzt Bola Cyclone gegen Disney hat weniger. Ja, 1600 nur. Okay, Colgate hat mehr. 165.000. Okay. Robert Redford ist ein Schauspieler, hat auf jeden Fall mehr. Genau. Sehr schön. Car Insurance hat auch mehr als Robert Redford. 1 Million. Wow. Alles klar. UFO. UFO. Ist damit das UFO gemeint oder irgendwie das, was hier abgebildet ist? Ich tippe mal auf höher. Was? Okay. Wow. Toll. War eine gute Runde. Okay, damit geht's weiter zu Runde 4. So, jetzt haben wir hier Angelina Jolie gegen wieder Friends. Friends hat weniger und zwar waren es 1,2. Ne, 2,2, okay. Bayer. Bayer gegen Friends. Bayer hat weniger. 1 Million, okay. George Michael? Wer ist das? Kenne ich gar nicht. Da hat der bestimmt mehr. Wie? Ist das kein Schauspieler oder so? Ich dachte, Schauspieler werden immer so häufig gegoogelt. Toll. Okay, diesmal haben wir nur zwei. Alles klar, jetzt die letzte Runde. Vielleicht kommen wir nochmal über die 17. Das wäre natürlich ganz nice. So, was haben wir hier? Serengeti gegen Bisexualität. Ich glaube, das hat mehr. Okay, wenn auch nicht viel, aber trotzdem mehr. Dann How to Make Money, okay. Wird, glaube ich, auch ziemlich häufig gegoogelt. How to Make Money. Was? Will keiner Geld machen, oder wie? So wenig nur? Wow. Ein Punkt. Das ist ja toll. Okay, damit ist unser Highscore 17. Ich glaube, es war 17. Na, immerhin. So, das war es dann auch mit der Higher Lower Game Challenge. Und ich nominiere für das nächste Spiel Kai von Rocorti und natürlich alle YouTuber, die Bock darauf haben. Also macht Videos, schickt es uns ein, also schickt uns einen Kommentar oder Nachricht mit eurem Video und dann sehen wir mal, ob ihr höher kommt als 17 Punkte. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß bei der Challenge und bis zum nächsten Mal.